Leute, willkommen im neuesten Video. Am Anfang des Videos stellt euch wahrscheinlich genau zwei Fragen. Und die erste Frage wird wahrscheinlich sein, ist das sein Auto? Nein, es ist nicht mein Auto, es gehört meinem Dad, so ein teures Auto kann ich mir nicht leisten. Ich bin froh, wenn ich mal einen Cheat Day und mir ein paar Sneaker leisten kann. Und die zweite Frage wird wahrscheinlich sein, wo ist das Trainingsshirt her, was er gerade anhatte? Das Trainingsshirt bekommt ihr bei Body & Fit und zwar aktuell noch für 9,90 Euro. Dort ist nämlich gerade Summer Sale bis zu 70% auf sehr viele diverse Artikel. Nicht nur von Body Fit, sondern auch vielen anderen Supplement-Herstellern. Und wenn ihr dann auch noch IKE 10 benutzt, bekommt ihr noch 10% Rabatt auf euren Einkauf. Link in der Beschreibung. Aber auf jeden Fall kann ich euch sagen, dass ich eine super Trainingseinheit hatte. Ich habe Brust trainiert. Momentan ist ein bisschen Freestyle bei mir. Deswegen bin ich nicht in der normalen Routine. Ich gehe aber heute Abend nochmal ins Training und dort werde ich dann auch den Trizeps trainieren und auch nochmal 25 Minuten Cardio machen plus eine kleine Baucheinheit. Aber vorhin in meinem Brusttraining habe ich dann 5 Sätze Cablefly's à 10 bis 12 Wiederholungen gemacht, 4 Sätze Kurzhantel Schrägbank drücken, 6 bis 8 Wiederholungen, Flachbank Bank drücken, 4 Sätze 10 bis 12 Wiederholungen und einarmiges Butterfly natürlich. Je Arm 4 Sätze, 10 bis 12 Wiederholungen. Es war zwar eine kurze und knappe Trainingseinheit, aber dafür intensiv. Ihr sollt immer dran denken, es kommt nicht immer darauf an, ob ihr jetzt unbedingt einen heftigen Pump im Training habt, sondern das Training sollte effektiv sein. Es muss nicht immer Spaß machen, obwohl es natürlich primär soll dieser Sport Spaß machen. Und ihr müsst natürlich dafür sorgen, dass ihr versucht, euch stetig zu steigern, eine Progression zu entwickeln, damit ihr natürlich den Muskelaufbau einleitet. Ansonsten müsst ihr halt ein bisschen länger auf eure Gains warten. Aber bei mir ist es ja eh so, dass ich in der Defi-Phase bin, deswegen kann ich nicht wirklich Progression erwarten und natürlich auch nicht erwarten, dass ich stärker werde. Aber kennt ihr das Gefühl, wenn ihr nach Hause kommt nach dem Training, Hunger habt, in den Kühlschrank guckt und dann aber feststellt, dass der Kühlschrank einfach mal komplett leer ist. Deswegen wusste ich auch nicht wirklich, was ich dann heute post-workout-mäßig essen sollte, bis mir einfiel, dass heute Mittwoch ist und mittwochs kommt immer eine schicke Lieferung. So Leute, das hier ist sogar eins meiner Favorites. Tandoori Hähnchenbrust mit Wokgemüse. 342 Kalorien, 46 Gramm Protein, 21 Gramm Carbs und 7 Gramm Fett. Der Mann von UPS hat mir nämlich meine Fertig Meals von Fit Taste mitgebracht. Hab dann halt noch ein bisschen gewartet und etwas länger gefastet. Sprich, ich habe das letzte Mal gestern Abend gegessen und esse dann erst als nächstes wieder nach dem Training. Nur musste ich halt jetzt nach dem Training ein bisschen warten. Denn ich wollte nicht meine eigentliche Mahlzeit zum Mittag schon zur Frühstückzeit essen. Deswegen habe ich noch ein bisschen gewartet, habe noch ein bisschen gefastet und habe mir dann mein Mittagessen so um 12:30 war es, glaube ich, gemacht. Hear you breathe, but I can't see if you're right here next to me. Something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess, and you tell me to confess, and you tell me to confess. Oh, I don't know what to say, what to do, how to make you see. Aber wenn wir schon mal beim Essen sind, ich habe nach meinem Cheat Day Video, was am Sonntag online gegangen ist, wer es noch nicht gesehen hat, kann hier oben auf die Infokarte klicken und dann auf das Cheat Day Video. Ja, ich habe am Sonntag, nicht nur weil euch das Video gefallen hat und auch der neue Schnitt, den ich versucht habe dort mit einzubauen, sondern aber auch, was ich denn nach einem Cheat Day machen würde, um den Schaden in Grenzen zu halten oder das Wasser wieder rauszulassen. So, vorweg solltet ihr euch im Klaren sein, wenn ihr so einen Cheat Day macht, dass ihr euch das auch vorher verdienen müsst und dass euch die Konsequenzen eines solchen Cheat Days natürlich auch bekannt sein sollten. Ihr solltet aber auf keinen Fall ein schlechtes Gewissen haben und am nächsten Tag direkt für 2 Stunden aufs Fahrrad gehen und versuchen, durch Cardio euren Cheat Day quasi wieder zunichte zu machen. Denn dann habt ihr ja eigentlich einen Cheat Day gemacht, weil ihr euch belohnen wolltet, bestraft euch aber dann im Nachhinein dafür, dass ihr diesen Cheat Day gemacht habt. Das ist irgendwo nicht so Sinn der Sache. Deswegen mein Tipp für euch, nutzt die Kalorien des Cheat Days, die ihr quasi zu euch geführt habt. Fastet den Tag nach dem Cheat Day, solange ihr könnt und geht am nächsten Tag gut verdaut mit einem leeren Magen ins Training. Nutzt die Kalorien,
die ihr quasi am Tag zuvor zugeführt habt fürs Krafttraining und ballert ordentlich Gewichte weg, versucht euch zu steigern, versucht alles zu geben im Training und habt einfach ein geiles Workout und einen geilen Pump. Denn ihr sollt natürlich auch versuchen, diese Energie klug umzusetzen und nicht vorher mit 2 Stunden Cardio abzustrampeln, dass ihr dann am Abend bzw. die Tage danach keine Energie für die eigentlichen Workouts habt, sondern eure Energie schon vorher verpulvert habt. Und was ihr dann macht, dann geht ihr einfach ganz normal in eure Trainingsroutine zurück, trainiert genauso, wie ihr es zuvor auch getan habt. Euer Wasserhaushalt im Körper, der reguliert sich von ganz alleine automatisch, das dauert ein paar Tage. Das Wasser, was ihr gezogen habt, das geht wieder raus. Am besten ist es natürlich, wenn ihr sehr viel Wasser trinkt, damit euer Körper die ganze Zeit durchspült und ihr natürlich die zugeführten Salze so schnell es geht wieder rausspült. Aber ein Fehler ist es auf jeden Fall zu denken, ich habe jetzt so viel Wasser gezogen, ich trinke jetzt erstmal gar nichts mehr, bis mein Körper wieder ganz der alte ist. Das funktioniert so nicht, denn ihr müsst sehr viel trinken und euren Körper wieder durchspülen, damit sich der Wasserhaushalt wieder reguliert. Denn er denkt natürlich, wenn ihr kein Wasser zuführt, dass dort dann auch kein Wasser mehr kommt. Und dann möchte er natürlich auch das Wasser, was der Körper aktuell im Körper hat, auch nicht mehr loswerden. Weil er braucht das Wasser natürlich auch für den körpereigenen Wasserhaushalt zum Überleben. Wenn ihr das Ganze natürlich noch ein bisschen beschleunigen wollt, könnt ihr natürlich auch die Tage nach dem Cheat Day etwas Brennnesseltee zu dem ganzen Wasser, was ihr trinkt, trinken und noch etwas Cardio machen, um noch extra Wasser zu verlieren. Aber wie gesagt, ich empfehle euch natürlich, dass ihr bei eurer eigentlichen Trainingsroutine bleibt und nur so viel Cardio macht, dass es euren Energiehaushalt nicht so belastet und ihr natürlich keine Kraft mehr im Training habt. Ansonsten ist Cardio natürlich ein super Trainingsinstrument, um euren Herz-Kreislauf zu stärken, eure Gesundheit zu fördern. Aber ich mache euch gerne natürlich nochmal ein persönliches Video zu meinen Gedanken zu Cardio. Also habt keine Angst, das überschüssige Wasser geht natürlich die Tage auch wieder raus. Euer Körper reguliert sich automatisch und ihr seid den fetten Wasserfilm nach ein paar Tagen wieder los. Falls ihr trotzdem zu dem Thema noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Zu guter Letzt habe ich noch eine kleine Info für euch. Ich bin am Wochenende in Stuttgart und zwar zu Besuch bei GA. Werde natürlich die anderen Jungs auch alle treffen, werde das ganze Wochenende auch filmen. Bin aber auch natürlich im Fit One unterwegs, sprich ich werde dort auch meine Trainingseinheiten machen, aber auch dort mal so vorbeischauen und ich halte euch bei Snapchat auf dem Laufenden, wann ich wo sein werde, weil einen genauen Zeitplan habe ich nicht und wer Bock hat, kann dann natürlich auch spontan ins Fit One kommen. Ihr müsst dann natürlich das Snapchat abchecken, weil so zeitnah kann ich das Ganze mit Posts oder Videos auch nicht ankündigen. Ansonsten wird es am Freitag auf Snapchat bei mir noch einen Q&A geben. Deswegen seid gespannt, checkt schon mal mein Snapchat ab und seid am Freitag bei dem Q&A mit dabei. Ich werde dann natürlich auch Shoutouts für die Fragen, die ich bei Snapchat beantworte, geben hier auf meinem YouTube-Kanal und werde das Ganze dann in einem schicken Video verpacken. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ich gebe mir Mühe, was den Schnitt angeht. Ich hoffe, ihr merkt es auch. Und wir sehen uns im nächsten Video.